Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid. Willkommen zu einer neuen Folge Lorecore und willkommen zurück in der Welt von Fallout 4. Heute werfen wir einen Blick auf eine weitere der vielen, vielen markierten Locations, die wir im Ödland des Commonwealths so entdecken können. Und heute dreht sich alles um die Malden Middle School, auch bekannt als Vault 75. Auf den ersten Blick handelt es sich bei diesem Gebäude um ein relativ normales Schulgebäude irgendwo in der Stadt Malden. Das Ziegelgebäude ist teilweise noch in sehr gutem Zustand. Alle Eingänge und Fenster sind allerdings fest verbarrikadiert. Aber über einen eingestürzten Teil des Gebäudes können wir in einen Klassenraum eindringen. In der Schule sind einige Antikommunismus-Propaganda-Poster vorzufinden. Die Vorkriegs-USA wollte damit, wie mit dem Videospiel Die Rote Gefahr beispielsweise auch, schon den ganz Jungen die Angst vor dem Kommunismus einimpfen. Über eine Art vergitterte Besenkammer kommen wir in den Keller des Gebäudes. Dort werden wir von zwei Skeletten begrüßt, einem Rollstuhlfahrer oder einer Rollstuhlfahrerin mit Begleitperson. Daneben hängt ein Walltech-Werbeposter für die Walls. Und etwas weiter vorne, in diesem Tunnel, finden wir tatsächlich einen Vault-Eingang. Ob es die beiden Verstorbenen wohl nicht mehr rechtzeitig in die Vault geschafft haben? An der Seite des Vault-Eingangs befindet sich ein Gunner-Zeichen an der Wand. Handelt es sich bei Vault 75 etwa um eine Gunner-Basis? Und tatsächlich, schon am Eingang begegnet unsere Hauptfigur der erste Gunner. Nach einer kurzen Auseinandersetzung mit den ersten Gunnern, die sich hier niedergelassen haben, können wir an einem Terminal bei der Vault 75 Sicherheit ein paar Einträge lesen. Vault 75 Personalbetreuer Terminal. Für was? Hier finden wir auf jeden Fall die Punkte Pressemitteilung, Aufnahmerichtlinien, Sonderaufnahmeprotokoll und Aufnahmeprotokoll. Fangen wir mal an mit der Pressemitteilung. Zur sofortigen Freigabe. Walltech bezuschusst Aufnahmen von Familien aus Malden, Washington DC. Angesichts landesweit wachsender Bedenken hinsichtlich der Sicherheit unserer Kinder im Fall eines Nuklearangriffes ist Walltech nun eine Zusammenarbeit mit der öffentlichen Regierung von Malden, Massachusetts eingegangen, um Familien finanziell zu unterstützen, die sich zur Aufnahme in Vault 75 anmelden. Der neu eröffnete Vault ist direkt mit der Grundschule Malden verbunden und ermöglicht somit eine schnelle Evakuierung im Falle eines Angriffes während der Unterrichtszeit. Die Sicherung unserer Zukunft ist seit jeher unser oberstes Bestreben. So ein Sprecher von Walltech. Die Eröffnung von Vault 75 gibt uns allen ein gutes Gefühl, da wir wissen, dass die Kinder von Malden nun in Sicherheit sind. Selbst im Fall der denkbar schlimmsten Katastrophe. Vault 75 wurde also primär für Kinder gebaut. Zumindest offiziell. Bei Walltech muss man natürlich jedes einzelne Wort und jede einzelne Information immer hinterfragen. Schauen wir mal, was wir weiter bei den Aufnahmerichtlinien lesen können. Aufnahmerichtlinien. Walltech gewährt aufnahmeberechtigten Familien Sonderrabatte und Zuschüsse. Dieses besondere Angebot gilt nur für Familien, die folgende Anforderungen erfüllen. Erstens, mindestens ein angemeldetes Familienmitglied ist unter 15 Jahre alt. Zweitens, angemeldete Kinder besuchen eine öffentliche Schule in Malden, Massachusetts. Drittens, die angemeldete Gruppe umfasst nicht mehr als zwei
in Zahlen 2 Erwachsene pro aufnahmeberechtigtem Kind. Bitte beachten Sie, dass Vault 75 auch die Anmeldung einzelner Kinder ermöglicht, wenn einer Familie die Anmeldung eines Elternteils oder Vormunds finanziell nicht möglich ist. Also, hier hören wir schon ziemlich deutlich raus, dass Vault-Tec auf jeden Fall unbedingt Kinder in dieser Vault unterbringen will. Schauen wir mal, was wir noch unter dem Punkt Sonderaufnahmeprotokolle lesen können. Im Rahmen der Eröffnung von Vault 75 müssen sich alle Bewohner der standardmäßigen Aufnahmeprozedur unterziehen, die im Einzelnen im Vault-Tec-Personalhandbuch nachgelesen werden kann. Nachdem die Bewohner verifiziert und desinfiziert wurden, werden die Kinder unter 17 Jahren in das Atrium gebracht, wo ihnen der Aufseher wichtige Informationen zur Einführung mitgeben wird. Alle anderen Bewohner werden in den Wartebereich gebracht, wo sie durch den Sicherheitsleiter eingewiesen werden. Also offensichtlich wurden oder sollten nach Schließung der Vault die Kinder und die Erwachsenen gleich mal voneinander getrennt werden. Das lässt mich schon mal nichts Gutes ahnen. Schauen wir mal, was wir noch im Aufnahmeprotokoll lesen können. Vorname, Alter, Verfahren? Keine Ahnung. Für was steht Verfahren, Verfall, Verfärbung, Verfasser, Verfehlung, Verfolgung, Verfügung? Das bietet mir Google zumindest an. Naja, hier werden anscheinend mehrere Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren aufgeführt. Für was Verf steht, ich weiß es nicht, aber alle bis auf David und Michael sind ja, was diesen Punkt angeht. Und ansonsten haben wir hier die Namen Steve McLintock, Ashley Morgan, David Turnquist, Michael Turnquist, Caleb Truman, Joey Clay, Elliot Briggs und Emery Briggs. Scheinbar also zwei Geschwisterpaare, die jeweils ein paar Jahre auseinander liegen, ansonsten lauter Kinder aus verschiedenen Familien. Anscheinend wurden hier, zumindest laut diesem Register, nur 8 Kinder aufgenommen im Alter von 6 bis 13 Jahren. Vom Eingangsbereich der Vault können wir einen Aufzug nach unten nehmen. Der führt uns zu viel mehr Gunnern. Der Security-Bereich ist verschlossen. Hier müssen wir wohl erst eine Schlüsselkarte finden. Oh, guck mal. Diese Gunner haben schon dieses neue schwebende Wasser. Findet Doc mit scheinbar nicht gut. Im Atrium ist alles verbarrikadiert, als ob es hier Kämpfe gegeben hätte. Auch einige Wände wirken aufgesprengt. Waren das die Gunner selbst? Aber warum sollten sie hier so tief in der Vault so massive Verteidigungsvorrichtungen aufbauen? Auf jeden Fall befinden sich im Atrium viele bewaffnete Gunner. Ich schätze mal, auch privat ziehen diese nie ihre Rüstung aus und lassen nie ihre Waffe liegen. Es würde so ein bisschen zu ihrer Mentalität passen. Die Küche wirkt wirklich gut eingerichtet. An einem Rohr hängt ein gefesselter Gefangener. Vor ihm steht Essen und Wasser auf dem Boden, als ob er versorgt werden würde. Aber warum? Diese Leiche ist bereits komplett skelettiert und muss mindestens schon einige Jahrzehnte lang tot sein. Die Kleidung würde dafür sprechen, dass es sich hier entweder um einen Soldaten oder um einen Gunner handelt. Waren hier vor dem Krieg neben Kindern auch Soldaten in dieser Vault eingesetzt? Vielleicht ist dieses Skelett unter den Gunnern so eine Art Inside-Joke geworden.
eine Art Maskottchen. Herbert, das gefangene Skelett, der Gunner, das immer wieder zum Spaß mit Lebensmitteln versorgt wird. Die Sanitäranlagen in dieser Vault sind in erstaunlich gutem Zustand und das Wasser, das aus den Waschbecken hier kommt, ist nicht mal radioaktiv. Die internen Tanks der Vault oder deren Filtersysteme müssen wohl noch überaus gut intakt sein. Aber wer duscht denn hier bitte mit einem Teddybär? Ist dieser Teddybär vielleicht ein Ersatz für einen Schwamm? Ich meine, warum eigentlich nicht, wenn man sonst nichts zur Hand hat? Auch in der Kaserne finden wir ein Skelett auf dem Boden. Es sieht fast so aus, als wäre es aus einem Spind gefallen. Wurde hier vor dem Krieg jemand eingesperrt und konnte den Spind nicht verlassen, bis er dann wahrscheinlich erst viele Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte später geöffnet wurde? Oder haben die Gunner hier einen der ihren in einen Spind gesteckt und dann irgendwie vergessen? Hier vor dieser Tür finden wir einen toten Wissenschaftler mit einem Stimpack in der Hand. Er hat es wohl nicht mehr anwenden können. Es muss ein relativ plötzlicher Tod gewesen sein. Auf den tieferen Ebenen dieser Vault finden wir mehrere zusätzliche Gunner. Diese offizielle Söldnergruppe, die sich aber eigentlich genauso wie jede andere Raider-Gang verhalten, haben sich hier wirklich eine ziemlich gut ausgestattete Basis unter den Nagel gerissen. Sogar eine Krankenstation kann man hier vorfinden. Und was ist das? Eine Art UV-Licht-Desinfektionskammer? Vielleicht kann mir das ja einer von euch in die Kommentare schreiben. Und im Raum gegenüber finden wir medizinische Laufbänder mit Sauerstoffmasken und Stoppuhren. Hier wurde vor dem Krieg eventuell auf Höchstleistung trainiert. Ein ausgegrabener Tunnel oder ein Höhlenbereich außerhalb der Vault wurde wohl nicht nur zur Stromversorgung, sondern auch als Spielplatz benutzt. Irgendwie ziemlich creepy. Haben die Gunner hier eine Trauerfeier für einen verstorbenen Hund abgehalten? Plötzlich tut mir jeder einzelne Gunner leid, der mir bisher vor die Flinte gelaufen ist. Aber andererseits, die haben angefangen. In einem alten Klassenzimmer finden wir einen Terminal. Auf diesem können wir Folgendes lesen: Oberland, Helden. Es war einmal ein kleines Mädchen namens Sue und ein kleiner Junge namens Roy. Sue und Roy wuchsen an einem ganz besonderen Ort auf, in Vault 75. Dort lernten und trainierten und spielten sie. Und wie sie trainierten. Sue und Roy wurden beide groß und stark. Dann wurden Sue und Roy eines Tages zum Aufseher gerufen. »Was ist los, Aufseher?«, sagte Sue. »Warum weinst du, Aufseher?«, sagte Roy. »Es ist schrecklich«, heulte der Aufseher und wischte sich die Tränen aus den Augen. »Habt ihr Kinder schon mal vom Oberland gehört?« Sue und Roy blinzelten und schüttelten den Kopf. »Was ist das, Aufseher?« »Oh, das ist ein schrecklicher Ort«, sagte der Aufseher. Und dann erzählte sie den beiden von Oberland. Sie erzählte von den Leuten, die dort lebten und dass sie nicht stark und in Sicherheit wären, so wie die Kinder aus Vault 75. Monster greifen sie an und bösartige Banditen stahlen ihre Nahrung. Dies war kein Ort, an dem Kinder aufwachsen sollten. Nein, ganz und gar nicht. »Die armen Leute«, rief Sue. »Warum hilft ihnen niemand?«, fragte sich Roy. »Das ist es, Kinder«, sagte der Aufseher. »Die Leute brauchen jemanden, der groß und stark ist und sie beschützt.« »Wer wird ihnen denn helfen?«, fragten Sue und Roy. »Ihr, eines Tages«, sagte der Aufseher. »Deshalb müsst ihr in der Schule und beim Training immer euer Bestes geben. Dann werdet ihr groß und stark und könnt Obenland zu einem sicheren und fröhlichen Ort machen. Für die armen Leute, die dort leben.« Die Kinder sollten hier unten also anscheinend auf das Ödland da draußen vorbereitet werden. Wurden hier in dieser Vault eventuell tatsächlich Supersoldaten aus diesen Kindern gemacht, um das Ödland zurückzuerobern? Na, wenn da mal nicht noch mehr dahinter steckt. Etwas tiefer in den Eingeweiden der Vault finden wir eine unterirdische Stadt.
Scheinbar handelt es sich hierbei um eine Art Kampfsimulator. Ein Gunner-Commander lauert hier unten auf uns und somit wird diese Simulation ganz schnell zu einem Kampf auf Leben und Tod. Den unsere Hauptfigur natürlich für sich entscheiden kann. Im hinteren Bereich dieser Modellstadt finden wir ein kleines Versteck mit Radio, einem Fernseher und einer Kiste. Hat sich hier jemand vor dem Training gedrückt? Könnte ich sehr gut nachvollziehen. Neben dem besiegten Gunner-Captain finden wir eine Zugangskarte für das Labor. Vielleicht finden wir dort mehr Informationen über die wahren Hintergründe von Vault 75. Aber erstmal werde ich mal den Rekord dieses Kampfsimulators brechen. Yes, nimm das, besser als alle. Im Laborbereich begegnen uns einige Gunner. Wie könnte es auch anders sein? Und einer von diesen trägt eine Verwaltungszugangskarte mit sich. Nun kommen wir der Sache schon näher. Aber erst schauen wir uns mal hier im Laborbereich etwas genauer um. Dort finden wir einen Forschungsterminal, auf dem wir Folgendes lesen können. Testlauf Aerobic Test. Forscherrichtlinie Aerobic Station. Diese Station ist dazu gedacht, die Fitness und das Herz-Kreislauf-System von Testsubjekten zu messen und zu verbessern. Als Verantwortlicher für das Laufband passen Sie die simulierte Steigung und Geschwindigkeit des Laufbands an, um die gewünschten Zielwerte beim jeweiligen Testsubjekt zu erreichen. Sobald die Zielwerte länger als 60 Sekunden durchgehalten werden, steigern Sie die Werte nach und nach, bis die höchste Herzfrequenz erreicht oder übertroffen wird. Der Wissenschaftler an dieser Station war also wohl für die Überwachung der Laufbänder zuständig, die wir vorher im unteren Bereich schon bewundern durften. Werfen wir mal einen Blick auf den Punkt Herzfrequenzrichtlinien. Alle Subjekte. Alter, Mindestwert, Ziel und optimal, maximal. Hier finden wir einfach nur eine Tabelle der gewünschten Herzfrequenzen bei den Testsubjekten. Werfen wir mal noch einen Blick auf die Nebenwirkungsrichtlinien. Inakzeptabel, in Klammern Test bei Risiko beenden, Herzstillstand und Tod. Akzeptabel, in Klammern Test fortsetzen, Muskelzerrung, Übelkeit, Erbrechen, Bewusstlosigkeit. Ich weiß zwar nicht genau, wie bei Bewusstlosigkeit dieser Test fortgesetzt werden soll, aber okay. Offensichtlich war den Wissenschaftlern oder den Verantwortlichen in Vault 75 nicht wirklich am Wohl der Kinder gelegen. Sie sollten die Experimente nur überleben. Und zum Schluss finden wir hier noch einige Forschungsunterlagen mit den Namen Nina, Ach, jung zu sein, Kurznotiz und Wartung des Schießstands. Schauen wir mal in den Eintrag mit den Namen Nina rein. Nina wird es nicht glauben. Ich bin wirklich Teil des Forschungsteams. Wir dachten immer, dass ein paar Erwachsene im Vault bleiben müssen, um den Aufseher bei der Arbeit zu unterstützen. Auch wenn wir sie nie gesehen haben. Und ich hatte recht. Nicht jeder muss an die Oberfläche. Sie sagen, dass ich hier nützlich wäre. Das passt mir prima. Ich wünschte, es gäbe einen Weg, sie wissen zu lassen, dass ich noch da bin und sie beobachten kann. Sie wird in 2 Jahren ihren Abschluss machen. Vielleicht kommt sie ja auch ins Forschungsteam, wenn ihre Bewertungen gut genug sind. Als nächstes lesen wir den Punkt, ach, jung zu sein. Der Abschluss ist erst ein paar Monate her, aber ich fühle mich schon so viel erwachsener als die Kinder, die ich jeden Tag überwache. Rohit und James reden immer noch davon, den Vault zu übernehmen, als ob niemand mitbekommen würde, was die da bereden. Robbie und Becker schleichen sich immer noch raus, um Treibstoff zu schnüffeln. Auch das entgeht uns nicht. Sie werden es nie ins Forschungsteam schaffen, so wie ich. Ich bin nur froh, dass ich Nina noch im Auge behalten kann.
Ihre Bewertungen sind allerdings nicht allzu gut. Sie war eben nie sehr wissenschaftlich begabt, so wie ich es bin. Ihre physischen Bewertungen sind aber mit die besten in der Gruppe. Ich bin sicher, sie wird einem guten Team für die Oberfläche zugeteilt. Ich hoffe nur, dass ich sie vorher noch einmal sehen kann. Als nächstes finden wir den Eintrag Kurznotizen. Bereichsleiter Bissell hat heute Morgen einige Blätter aus einem Clipboard verloren. Er hat sich deshalb ziemlich aufgeregt und den ganzen Morgen nach den Blättern gesucht. Dann hat er mich weitersuchen lassen, während er sich mit dem Aufseher getroffen hat. Er möchte offenbar nicht, dass jemand erfährt, dass er die Blätter verloren hat. Wie sich herausgestellt hat, wurden sie in einen Lüftungsschacht gesaugt. Ich konnte hören, wie die Blätter im Schacht herumgeflattert sind. Aber ich komme nur an die Blätter, wenn ich nach unten gehe. Aber ich habe vorhin gesehen, wie Rohit sie aus dem Schacht da unten gefischt hat. Ich werde Bissell einfach sagen, dass ich sie nicht finden konnte. Fassen wir mal kurz zusammen, was wir bis jetzt gelesen haben. Wir lesen die Einträge eines Forschers, der eine Laufstation überwacht und scheinbar eine sehr persönliche Bindung zu einigen der Probanden hat. So wie es sich liest, wurde er wohl selbst von den Kindern da unten für das Forschungsteam rekrutiert. Anscheinend kommen nicht alle Kinder an die Oberfläche, nachdem ihre Ausbildung abgeschlossen ist. Einige bleiben hier im Vault als Forschungsmitglieder. Interessanterweise finden wir in dem Register der aufgenommenen Kinder niemanden mit dem Namen Nina. Es handelt sich hierbei also offensichtlich nicht um die erste Generation von Kindern, die in dieser Vault ausgebildet wurde. Die Kinder werden wohl, ohne es zu wissen, rund um die Uhr vom Forschungsteam überwacht. Doch das Forschungsteam darf offensichtlich keinen direkten Kontakt zu diesen Kindern aufnehmen. Und nun sind anscheinend Forschungsdaten, die eventuell relativ wichtig waren, durch einen Lüftungsschacht unten zu den Kindern gekommen. Jemand namens Rohit hat diese Blätter gefunden. Genau derjenige, der zusammen mit einem James wohl schon längere Zeit davon redet, die Vault zu übernehmen. Diese Information wurde allerdings scheinbar von dem verantwortlichen Wissenschaftler vertuscht. Das dürfte wahrscheinlich noch relevant werden und könnte uns schon einen Ansatzpunkt zu dem liefern, was hier wohl passiert ist. Lesen wir mal noch den letzten Punkt: Wartung des Schießstands. Der Schießstand ist in einem wirklich schlechten Zustand. Ich habe den Aufseher gefragt, ob wir etwas Material bekommen könnten, um die Anlage wieder instand zu setzen. Aber sie hat mir gesagt, wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Dann hat sie mich daran erinnert, dass der Schießstand nicht einmal in meinem Verantwortungsbereich liegt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Problem ist, wenn ich sie bitte, ein paar der besten Schüler Material bringen zu lassen. Aber sie haben wohl sehr viel zu tun. Außerdem ist es immer ein gewisses Risiko, wenn sie nach draußen geht. Vielleicht fragt sie ja zum Abschluss nächstes Jahr, wenn sie die Absolventen zur Oberflächentür bringt. Hier kann man auch schon rauslesen, dass die Atmosphäre in der Vault wohl durchaus gefährlich ist. Die Vault-Aufseherin zeigt sich wohl nicht gerne in der Öffentlichkeit. Nochmal zusammengefasst, wurden hier in dieser Vault also Kinder von Erwachsenen getrennt und dann ausgebildet, um körperliche und wohl auch geistige Höchstleistung zu bringen. Das Ganze war allerdings offensichtlich auch relativ militärisch ausgelegt. Dafür würde zumindest der Schießstand sprechen. Die meisten Erwachsenen werden dann wohl an die Oberfläche geschickt. Nur die Aufseherin und einige auserwählte Wissenschaftler, die von diesen Kindern rekrutiert werden, überwachen die Probanden rund um die Uhr. Alles ziemlich creepy. Nun wird es allerdings Zeit, dass wir uns in den Verwaltungsbereich vorwagen. Und dort finden wir auch sogleich den Terminal eines Chefwissenschaftlers. Auch auf diesen finden wir wieder mehrere Einträge. Fangen wir mal an mit dem ersten Eintrag: Hauptdetektive. Chefwissenschaftler, willkommen in Vault 75. Wie Sie aus dem vertraulichen Einweisungspaket wissen, ist Vault 75 Teil eines streng geheimen militärischen Programms. Sie wurden aufgrund ihrer Fachkenntnisse, ihrer Erfahrung und ihrer Entschlossenheit, das menschliche Genom zu verbessern, ausgewählt. Es ist äußerst wichtig, dass Sie die hier genannten Protokolle exakt befolgen.
Die Mission von Vault 75 lautet Aufwertung des menschlichen Genoms. Ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter werden sich am Forschungsplan von Schlett, Braun und Lambe orientieren. Einer der Namen der Wissenschaftler kommt mir sehr bekannt vor. Könnte es sich bei Braun um Dr. Stanislaus Braun aus Fallout 3 handeln? Den Aufseher von Vault 112? Naja, lesen wir weiter. Sie werden mit einem Aufseher mit militärischem Hintergrund zusammenarbeiten. Ihr Aufseher hat die Aufgabe, die Bevölkerung, mit der Sie arbeiten, auszubilden und zu unterhalten. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass Sie ein gutes Verhältnis mit Ihrem Aufseher pflegen. Der nächste Punkt auf diesem Terminal trägt den Namen Zusammenfassung des Experiments. Vault 75 bietet die einmalige Gelegenheit, unsere Hypothese zu testen, laut der sich das menschliche Genom durch gezielte Paarung, Hormonbehandlung, Gentechnik und einen beschleunigten Generationszyklus deutlich rascher verbessern lassen. Die experimentellen Ziele von Vault 75 werden in den Handbüchern dargelegt, die Sie bereits erhalten haben. Dieses Experiment ist darauf ausgelegt, über mehrere Generationen durchgeführt zu werden. Daher können sich unerwartete Forschungsmöglichkeiten ergeben. Solche Abweichungen vom Forschungsprotokoll sind mit Genehmigung des Chefwissenschaftlers gestattet. Gezeichnet V. Schlett, I. Lambe, S. Braun. Ja, auch das S würde für Stanislaus Braun sprechen. Nun gut, lesen wir weiter mit dem Eintrag Ersatz für Mitarbeiter. Da es sich bei Vault 75 um ein lang angelegtes Experiment in einer abgeschlossenen Umgebung handelt, wird es erforderlich sein, von Zeit zu Zeit Ersatz für Mitglieder zu schaffen. Dies geschieht über die Anwerbung bestimmter ausgewählter Subjekte. Wir gehen davon aus, dass ein bestimmter Anteil der Bevölkerung über hohe Intelligenz, aber unzureichende physische Eigenschaften für die Genentnahme verfügt. Diesen Subjekten kann nach Ermessen des Aufsehers und des Chefwissenschaftlers eine Stelle als Mitarbeiter angeboten werden. Verweigern Subjekte die Mitarbeit, sollten sie ebenso entsorgt werden wie unbrauchbare Subjekte. Bitte beachten Sie, dass intern angeworbene Mitarbeiter für mindestens 15 Jahre streng von der allgemeinen Bevölkerung getrennt werden müssen, um zu verhindern, dass Teile der Bevölkerung unter den Mitarbeitern ehemalige Bewohner erkennen. Nur äußerst vertrauenswürdige und fähige Mitarbeiter sollten Zugang zum Genomiklabor erhalten. Es liegt in der Verantwortung des Chefwissenschaftlers, diese Mitarbeiter sorgfältig auszuwählen und sicherzustellen, dass sie ausreichend für ihre Aufgaben ausgebildet wurden. Hier erfahren wir schon einige Hintergrundinformationen über das ganze wahre Experiment der Vault 75. Es ging gar nicht darum, gut ausgebildete Elite-Teams ins Ödland zu schicken, um Menschen zu retten, so wie es in der Propaganda im Klassenzimmer den Kindern erklärt wurde. Stattdessen sollten die fähigsten und intelligentesten und körperlich stärksten Mitglieder unter den Kindern ermittelt werden, um diese Gene zu entnehmen, um damit neue Generationen zu erschaffen und den Vorgang zu wiederholen. Probanden, die sich nicht zur Genentnahme eigneten, wurden scheinbar entsorgt. Und die, die das Glück hatten, wenigstens besonders klug zu sein, wenn auch körperlich ungeeignet, durften als Wissenschaftler weiter Experimente an den Kindern durchführen, zu denen sie gerade noch gehörten. Doch was passierte mit denen, die aus Sicht der Forscher ein Erfolg waren? Vielleicht finden wir dazu einige Informationen im Genentnahmeprotokoll. Subjekte im Alter von 18 Jahren, die eine zusammengefasste Wertung von ausgezeichnet oder überragend in den physischen, geistigen und sozialen Eigenschaften erzielt haben, müssen ins Genomiklabor gebracht werden. Weitere Schritte sollten auf individueller Basis und mit äußerster Vorsicht erfolgen. Denken Sie daran, dass diese Subjekte vermutlich in der Lage sein werden, Mitarbeiter zu überwältigen. Erklären Sie den Subjekten, dass einige Impfungen erforderlich sind und vermeiden Sie es, weiteren Verdacht zu erregen. Für jedes Subjekt sollte eine Akte vorhanden sein, in der dargelegt wird, welche Organe für weitere Tests aufbewahrt werden müssen. Vergewissern Sie sich, dass diese Anweisungen exakt
eingehalten und die Proben rasch eingelagert werden. Also die erfolgreichen Testsubjekte erleidet ein ähnliches Schicksal, vielleicht sogar ein schlimmeres, als das derer, die einfach entsorgt werden. Ihnen werden mehrere Proben entnommen und dann werden wahrscheinlich auch ihre Überreste entsorgt. Es gibt also keine Elite-Teams, die das Ödland bereisen, und niemand der Testsubjekte wird älter als 18 Jahre. Das Ganze erinnert mich sehr stark an den Plot des Films Logan's Run. Ein ziemlich cooler Science-Fiction-Film aus den 70ern. Sollte man sich mal anschauen, wenn man ihn nicht kennt. Im Deutschen heißt der Film Flucht aus dem 23. Jahrhundert, falls ihr mit Logan's Run nichts anfangen könnt im Titel. Aber egal, kommen wir zurück zur Fallout Lore. Lesen wir den letzten Bericht auf diesem Terminal, Genomikberichte. Zeige Aufzeichnungen für letzten Abschluss an. Berichte aufbereitet von Chefwissenschaftler Gibson. Tage bis zum nächsten Abschluss 999,66 hoch 33. Moment, die Zahl kann aber irgendwie nicht ganz stimmen. Ich habe mal kurz meinen Taschenrechner angeworfen und tatsächlich würde da eine lächerlich hohe Zahl an Jahren dabei rauskommen, wenn man diese Tage umrechnet. Irgendwas mit so vielen Stellen, dass ich keinen Begriff mehr dafür kenne. Wesentlich mehr als 200. Dürfte wohl ein Fehler im System sein. Hier finden wir auf jeden Fall 4 Einträge. Der erste trägt den Namen Genomspender. Die Gesamtausbeute dieses Jahr war außergewöhnlich. Viele überragend Bewertungen im physischen Bereich. Unsere Programme für die lebenswichtigen Organe zahlen sich jetzt aus. Die Schmerzgrenze ist bereits seit einigen Jahren kein Problem mehr. Und jetzt kommen wir langsam an den Punkt, an dem auch Dinge wie ein Herzstillstand aufgrund von Stress kein Hindernis mehr darstellen. Das genetische Material aus diesem Jahr sollte dafür sorgen, dass die nächste Generation die Ziele erreicht, die wir uns erst für die nächsten 10 Jahre gesetzt hatten. Gewaltbereitschaft ist ein gewisses Problem. Wir hatten über die Jahre einige Fälle von psychischen Störungen aufgrund von Stress, aber die Häufigkeit in diesen Gruppen ist deutlich höher. Ich werde empfehlen, dass wir neue Beruhigungsmittel herstellen, nur für den Fall. Die Nahrung ist bei der Bevölkerung noch immer die beste Möglichkeit zur Verabreichung. Dennoch sollten auch hier neue Möglichkeiten mit dem Forschungsteam ausgelotet werden. Also, wie es scheint, waren die Experimente aus Sicht von Walltech erfolgreich. Sie haben immer wieder neue Generationen von Menschen erschaffen, die immer leistungsfähiger und immer mehr ans Extreme gegangen sind. Allerdings stieg damit auch die Gewaltbereitschaft, was wohl immer wieder zu Problemen führte. Im Punkt Rekrutierung lesen wir Folgendes. Wir brauchen dieses Jahr nur einen Ersatz für das Wissenschaftlerteam. Jetzt, da Washington zum Genetikteam stößt und mich hier oben unterstützt. Die physischen Bewertungen des Subjekts waren sehr schlecht. Aber es hat sich kontinuierlich durch gute Problemlösungsansätze und kritisches Denken ausgezeichnet. Der Aufseher ist etwas besorgt wegen der Bindung des Subjekts zu einigen jüngeren Mitgliedern der Bevölkerung. Ich mache mir da aber keine Gedanken. Sein psychologisches Profil zeigt, dass er sehr leicht zu beeinflussen ist. Wir behalten ihn einfach so lange auf Beobachtungsposten, bis die, zu denen er Beziehungen unterhalten hat, durch Abschluss nicht mehr Teil der Bevölkerung sind. So haben wir genug Zeit, ihn ohne Probleme an die Protokolle des Experiments heranzuführen. Bis dahin darf er nichts weiter erfahren. Tja, und so war's dann wohl auch. Zumindest können wir das eben an dem Terminal des Forschers, den wir vorher schon mal gefunden haben, lesen. Im Punkt Entsorgung lesen wir: Wir hatten dank der guten Entnahmerate dieses Jahr nur sehr wenig Schwund durch Entsorgung, gerade mal 74% der Abschlussklasse. Die Einäscherungen werden noch diese Woche abgeschlossen sein. Eine gute erste Aufgabe für Washington, bevor wir mit der richtigen Arbeit beginnen. Und dann finden wir noch den Punkt Aufzeichnungen. Dieser ist allerdings korrupiert. Fehler, Archiv beschädigt. Bitte nutzen Sie die Kopien erneute manuelle Eingabe empfohlen. Hier offenbart sich uns also die ganze Wahrheit hinter Vault 75. In einem unglaublich grausamen Prozess werden immer wieder neue Kinder gezüchtet, ausgebildet und verarbeitet.
Und das über mehrere Generationen hinweg. In einem vorherigen Text haben wir auch etwas über beschleunigten Generationswechsel gelesen. Möglicherweise alterten die Kinder aus dieser Vault auch schneller als normale Kinder. Das würde auch erklären, warum innerhalb der Lebensspanne einer Aufseherin und eines Chefwissenschaftlers scheinbar viele Generationen von Kindern, ja, durchgeheizt wurden. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Kinder wurden für die Idee eines perfekten Menschen geerntet. Der Wissenschaftler, dessen Terminal wir vorher schon lesen durften, hatte nur das Glück, dass er körperlich ungeeignet für die Verwertung war. Nebenan finden wir das Büro des Aufsehers. Nun ist es zum Büro eines Gunner-Kommandanten geworden. Dieser hält wohl gerade ein Bewerbungsgespräch mit einer neuen Rekrutin. Diese hätte sich wohl auch lieber um einen anderen Lebensweg bemühen sollen. Auf den Terminal des ehemaligen Vault-Aufsehers können wir Folgendes lesen. Berechtigungsstufe nur für Aufseher. Vertraulich, 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 nur für Aufseher. Verstoß VTP 01012. Betriebsprotokoll Handbuch. Personalbetreuer sind für die Zulassung von Bewohnern und die Einhaltung der Hygienevorschriften und Scans zuständig. Das Forschungspersonal ist angewiesen, bei Bedarf zu helfen, darf aber darüber hinaus seinen Flügel nicht verlassen. Personen ab 17 Jahren werden isoliert und vom Sicherheitsleiter beseitigt. Kinder unter 17 Jahren werden direkt in das Atrium gebracht. Als Aufseher ist es ihre Pflicht, die Kinder den Betreuungsrobotern vorzustellen und ihnen die Schlafkammern zu zeigen. Das Forschungsprogramm beginnt erst ab der zweiten Woche nach der Schließung des Vaults. Es wird empfohlen, selbst am abendlichen Geschichtenerzählen teilzunehmen. Hier klärt sich nun auch, was mit den Eltern der ersten Generation von Kindern passierte. Diese wurden wohl einfach ermordet. Und dann wurden die Kinder scheinbar von Robotern hauptsächlich betreut und erzogen. Nur die Vault-Aufseherin und einige wenige Wissenschaftler hatten wohl gelegentlich Kontakt mit diesen Kindern. Unter dem Punkt Familienplanung können wir Folgendes lesen. Vault 75 wurde in der Gemeinde Malden errichtet und allen Familien mit Kindern im Alter von 5 bis 16 wurde ein Subventionierungsplatz im Vault angeboten. Das sollte im Fall eines Krisenereignisses die Zahl der Bewohner deutlich erhöhen. Sollte es erforderlich sein, sind mögliche Subjekte bei ihren Familien im Schottbereich zu belassen, statt Erwachsenen zu erlauben, Subjekte ins Atrium zu begleiten. Diese Subjekte werden nicht in die allgemeine Bevölkerung eingegliedert. Zu Beginn der Internierung ist mit gewissen Problemen zu rechnen. Bitte halten Sie sich an Vault-Tec Kinderbetreuungszuspruchprotokoll VTOEG Abschnitt 127.1, falls Sie Schwierigkeiten haben sollten. Im Endeffekt lesen wir hier, dass auch schon beim Einlass in die Vault Kinder mit ermordet wurden, wenn sie ihre Eltern nicht verlassen wollten. Ja, tja, wie man das halt von Vault-Tec so erwarten würde. Lesen wir weiter mit dem Punkt Mitarbeiterpflichten. Personal und Sicherheitskräfte wurden Vault 75 zugeteilt und haben die Standardinstruktionen gemäß unserem Betriebshandbuch erhalten. Das Forschungspersonal hat in seinem Flügel zu bleiben. Nur in Ausnahmefällen ist der Kontakt zu Bewohnern gestattet. Neues Forschungspersonal kann jährlich im Ermessen des Aufsehers aus der Vault-Bevölkerung bestimmt werden. Die Bewohner sind darüber zu informieren, dass die ausgewählten Personen den Vault verlassen haben. Gut, das haben wir schon an anderer Stelle uns erschließen können. Dann haben wir da noch die Aufseher-Richtlinien. Erstens, Bewohner ab 18 müssen jährlich aus der allgemeinen Bevölkerung entfernt werden. Zweitens, Bewohner mit hoher genetischer Veranlagung werden zur Genomernte und Reintegrierung verschont. Drittens, Bewohner mit durchschnittlichen genetischen Veranlagungen, aber mit hoher Intelligenz und Fügsamkeit werden im Ermessen des Aufsehers in das Forschungspersonal übernommen. Viertens, alle weiteren Bewohner erwartet die Liquidierung.
Fünftens, das Forschungspersonal ist für die Züchtung von Embryos verantwortlich, um die Bewohnerzahl auf einem gleichbleibenden Niveau zu halten. Sechstens, Vault 75 bleibt versiegelt, bis eine Entwarnungsnachricht von Vault-Tec empfangen wird. Etwas, das, wie wir wissen, nie passiert ist. Und zum Schluss finden wir hier noch den Punkt jährliches Übergangsprotokoll. Ein Jahr nach der Unterbringung müssen Kinder im Alter von 18 Jahren aus der Bevölkerung entfernt werden. Dies geschieht jährlich zu einem Zeitpunkt, den der Aufseher und der Chefwissenschaftler festlegen. Es wird empfohlen, diesen Abschluss als wichtige Tradition in Vault 75 zu inszenieren. Entsprechende Feierlichkeiten sollten vom Aufseherstab erdacht und veranstaltet werden, wobei die Subjekte einzeln aus den Wohnbereichen entfernt werden. Danach werden Subjekte mit einer zusammengefassten Bewertung von ausgezeichnet oder überragend zur weiteren Bearbeitung ins Genomiklabor gebracht. Subjekte mit Intellektbewertungen, aber nicht zusammengefassten Bewertungen von ausgezeichnet oder überragend, erhalten nach Ermessen des Aufsehers und Chefwissenschaftlers Positionen im Stab. Alle anderen Subjekte werden entsorgt, wie im vertraulichen Operationspaket beschrieben. Gut, das konnten wir uns ja mittlerweile jetzt alles schon erschließen. Im Aufseher-Logbuch finden wir noch weitere Einträge. Hier zum Beispiel der Eintrag Neues Forschungspersonal. Mach mir Gedanken über den Neuen in der Forschungsabteilung. Er soll einfache Überwachungsaufgaben übernehmen und genau beobachtet werden, bis die Subjekte aus der Bevölkerung, die er kennt, bearbeitet wurden. Ich weiß, dass wir das schon viele, viele Male gemacht haben, aber irgendwie habe ich hier ein ungutes Gefühl. Ich hätte mich vielleicht nicht dazu überreden lassen sollen. Im Punkt unzureichende Kinderbetreuung lesen wir Folgendes. Wir haben ein Problem mit der Kapazität bei der Kinderbetreuung. Die In-vitro-Vertalisierung läuft auf Hochtouren, aber die Bevölkerung zu vergrößern wird problematisch werden. Ich würde gern bis zum nächsten Übergang warten. Muss das mal mit dem Chefwissenschaftler besprechen. Letzter Eintrag, Feuer im Archiv. Verdammt, irgendein Problem mit den Kabeln hat einen Brand im Archiv ausgelöst. Wir haben einige Geräte verloren, die schwer oder gar nicht zu reparieren sein werden. Die Forschungsabteilung hat viele der alten Daten verloren. Allerdings können wir hier wohl ein paar Neulinge daran setzen, Abschriften anzufertigen. Ein paar der Sperrmechanismen haben versagt, nachdem sich das Feuer ausgebreitet hat. Bedenklich, aber letzten Endes doch vorteilhaft. Das Forschungspersonal ist rein und hat das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht. Hätte die Sperre nicht versagt, hätte entweder ich oder einer meiner Forschungsleiter die Tür von Hand öffnen müssen. Und mehr können wir hier über das Schicksal von Vault 75 nicht erfahren. Die Position vieler skelettierter Forscher aus Vault 75 deuten darauf hin, dass es hier zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kam. Und auch auf den Terminals können wir lesen, dass Forschungsdaten an die Bevölkerung, an die Kinder gerieten. Möglicherweise waren dies empfindliche Daten und die letzte Generation, die in dieser Vault gezüchtet wurde, erkannte den eigentlichen Grund hinter ihrer eigenen Existenz. Das Feuer war möglicherweise von den Kindern durchaus geplant. Wie die Vault-Aufseherin in ihrem Eintrag beschreibt, wurden dadurch scheinbar auch einige Sicherheitstüren geöffnet, die für die Kinder eigentlich nicht betretbar sein sollten. So haben diese sich vielleicht Zugriff zum Forschungsbereich und letztendlich auch zum Büro der Vault-Aufseherin verschafft und die Vault wohl gewaltsam übernommen. Das Schicksal dieser verbleibenden Kinder der letzten Generation, die in dieser monströsen und widerlichen Vault-Tec-Einrichtung erzeugt wurden, ist ungewiss. Ob die Überlebenden eventuell die Ursprünge der Gunner selbst sein könnten. Vielleicht kommen sie ursprünglich aus diesem Vault und ihre Anführer sind Nachfahren oder vielleicht sogar Überlebende aus Vault 75. Vielleicht haben sie diese Vault aber auch nur viele Jahrzehnte später gefunden und erkannt, dass es sich hier um eine gute Basis handelt. Wer weiß. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst bitte nicht, es zu liken und abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Kanal
außerdem entweder auf Patreon oder hier auf YouTube über eine Kanalmitgliedschaft mit einem kleinen monatlichen Abo unterstützen. Würde mich sehr freuen und würde mir sehr helfen, den Kanal weiter zu betreiben und vor allem ausbauen zu können, was schon ziemlich, ziemlich cool wäre. Danke an alle meine Unterstützer und danke, die in Erwägung ziehen, mich auch weiterhin zu unterstützen. Als kleines Dankeschön erhalten alle meine Unterstützer Zugriff zu einem zusätzlichen wöchentlichen Lorecore-Video, das sich aktuell mit den Locations aus Fallout 76 beschäftigt. Also wenn ihr da Bock drauf habt, schaut doch vielleicht mal rein. Was ist eure Erinnerung an Vault 75? Ich muss ganz ehrlich zugeben, bei meinem ersten Playthrough habe ich die Terminals meistens nur so ein bisschen überflogen und nicht so genau gelesen und habe ganz viele Geschichten gar nicht so richtig mitbekommen. Was hier in Vault 75 abgelaufen ist, habe ich mir erst jetzt bzw. für frühere Lore-Videos erschlossen. Hat's aber schon wieder komplett vergessen und hab's jetzt wieder relativ neu erfahren, das Ganze. Eigentlich eine ziemlich coole und düstere Geschichte. Ich hätte wirklich nur gern mehr über das Ende gewusst. Denn es kam natürlich so, wie es kommen musste. Niemand hat überlebt. In dieser Vault sollten im Grunde Waffen erschaffen werden und diese Waffen haben sich letztendlich gegen ihre Anwender gewendet. Das legen die Informationsfetzen dieser Vault zumindest nahe. Aber wie ging es dann weiter? Was ist mit den Kindern passiert? Und. So viele offene Fragen und keine Antworten. Eure Theorien dazu, eure Anregungen, eure Anmerkungen gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Ciao.